Willkommen zurück zu Diablo 3. In der letzten Folge sind wir ja in die Kathedrale hinab... hinabgestiegen und haben einen Mann gefunden, der dieses riesengroße Loch in die Kirche gerissen hat. Und ja, der ist also vom Himmel gefallen und er hat irgendwas erzählt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Jedenfalls müssen wir jetzt Stücke von dem Schwert finden und in dieser Höhle, in der Höhle der Katzra, soll eines dieser Stücke sein und da werden wir jetzt mal hineingehen. Sieht sehr heimelig aus hier. Heimelig. Ich hoffe, die sind jetzt gerade nicht da. Hier wohnen also diese Ziegenpriester. Interessant. Schön haben sie es hier. Was zur Hölle? Tja, sind leider doch nicht da. Tötet ihn! Sind leider doch nicht. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Magda wird bald hier sein. Fast geschafft, ich schon wieder gestört hier. Nichts im Vergleich zur Stärke meines Glaubens. Was ist das denn hier für eine Quelle? Stiefel des Fokus. Bringt uns jetzt nicht so viel. Dieses Bruchstück glüht mit dem Licht des Fremden. Ach. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Magda. Ich werde das Schwert seinem Besitzer zurückbringen. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Du sagst es, Magda. Nicht genug Geisteskraft. Ich will dich angreifen, Magda. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Das war's schon. Bringt das Schwertstück zu Kane zurück. Nein, aber davor gucken wir doch erstmal hier noch ein bisschen rum. Also ich wette ja schon, dass wir noch das andere Bruchstück mitfinden. Ich sitze mal hier so schräg auf dem Stuhl, deswegen hat es in der letzten Folge vielleicht nicht mal so gut geklungen, die Tonaufnahme. Felder des Elends. Ja, ja. Porten wir uns einfach mal hier zu dem nächsten Dungeon. So. Was gibt's hier? Was ist denn hier? Ach, diese Ach, hier ist also. Hätten wir dort gleich hier reinspringen können. Mensch. Wäre doch viel einfacher gewesen. Jetzt müssen wir erst wieder mal. Zurück. Zurück müssen wir. Können wir uns porten? Natürlich können wir uns porten, bestimmt. Genau. Und unser Portmänner, kommt der auch hinterher? Ja, und da ist er. So. Dann geben wir mal Kane das gute Stück. Die Hexe Magda und jene, die ihr dienen, streben auch nach dem Schwert. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Mhm. Magda weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet, aber ihre Worte waren wie ein Rätsel. Sie sagte, es sei an einer Stelle gefallen, die nur die Urahnen betreten dürfen.
Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Wow, jetzt haben wir sogar zwei Gefolgsleute, die uns im Kampf unterstützen können. Wuhu! Ich bin nicht mehr so alleine, Gott sei Dank. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle Reliquie in ihren Besitz gebracht. Und die armen Narren haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Ich hingegen habe bereits eine Ahnung, was ich mit ihrer Tochter anstellen werde. Und sie wird mir zu meinem Lohn verhelfen. Was ist denn jetzt los? Sag bloß, mich hat's jetzt aus dem Internet geschmissen. Ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, da war mir doch gleich mal mein ganzer Rechner abgestürzt. Und ich musste den Speicherpunkt nochmal machen. Und das Schlimmste ist, meine ganzen Soundeinstellungen hat es total verschoben. Also wenn ich jetzt wieder leiser bin, tut mir leid. Ich versuche das so gut zu machen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, im Hintergrund ist immer so ein komisches Rauschen oder manchmal sowas wie Grillenzirpen. Und wenn ich meinen Sound lauter mache, dann ist dieses Grillenzirpen auch lauter und das zerstört meiner Meinung nach die ganze Atmosphäre, aber egal. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken bei unserem lieben Freund, denn ich habe herausgefunden, dass er vielleicht auch eine Fähigkeit haben möchte. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Halt. So. Eine nützliche Fertigkeit. Und als Waffe können wir den auch noch geben. Das ist ja genial. Das ist ja richtig genial. Rüstung 55, Schild 8. Dann macht dem das Schild. Ich werde es benutzen. Und als Waffe, wie viel macht den seine? 11. Geben wir dem mal. Das ist nichts für mich. Nur noch Einhandsperre, Streitkolben, Äxte, Schwerter, Dolche und Schilde benutzen. Einhandzeugs kann er bloß nehmen. Na gut. Nehme ich mal den magischen Speer. Gute Idee. So, kann ich die Lea auch ausrüsten? Nein, okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Wer? Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Wo ist die Reliquie? Ich werde es euch niemals verraten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ich brauche nun reicher an Erkenntnis. Du bist aber etwas größer, kann das sein? Na? Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden.
So viel Zeug. Erstmal schauen, was wir hier wieder haben. Ein Gürtel, der uns nichts bringt. Barbar. Zauberer. Zauberer. Nichts Richtiges kann das sein. Na gut, dann legen wir doch mal das hier an, weil das ist schon mehr Schutz, war es, glaube ich. Genau, ein bisschen mehr Schutz. Ich habe unsere Reisen geliebt, die Welt zu sehen. Unter besseren Umständen als diesen, vermute ich. Ja, so war's. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt mit mir kommen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weist den Weg. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Egal, jetzt haben wir schon 3 Leute, die uns folgen. Das bedeutet, da kommt was richtig Übles auf uns zu, kann das sein? So, da wären wir. Aber was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Lyndon? Möchtet ihr den Templer durch den Schuft ersetzen? Nein. Der Templer ist viel Was besser. Die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Wie kommt denn sie jetzt hier runter? Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Netter Geist oder was auch immer er darstellt. So, 2 Gräber in diesem Feld. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. Krypta. Also, beschafft euch das Fanal der Ehre aus der Ruhestätte des Kriegers. Beschafft euch das Fanal des Lichts aus der Krypta der Uralten. Okay. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Was zur Hölle waren das für Viecher? Ein Ghoul, ein nicht für die Geisteskraft. Oh. Ich glaube, der Schuft, das war ein Fernkämpfer, kann das sein? Im Moment war das wirklich die weiseste Entscheidung, den Templer zu nehmen, weil einen Fernkämpfer haben wir froh, ja schon im Moment. Dass es vorbei ist. Schade.
dass wir ihn nicht hätten beide nehmen können. Das war schon echt cool. Was ist zur Hölle? Bleib stehen! Ich will dein Gold! Lass mich an deinen Sack ran. Schön mal alles aufnehmen. Vielleicht können wir es ja noch irgendwann mal gebrauchen. Zumindest zum Verkaufen wäre es doch nicht das Schlimmste. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Mein Leben ist dem Dienst an den Göttern geweiht, bis zu meinem Tode. Nun, solltet ihr einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Ich werde daran denken. Ich verstehe nicht, wieso ein Stück Leder mehr wert sein kann als ein Schwert. Ich tue erstmal hier ein bisschen entmisten. Den ganzen kleinen Mist rausschmeißen, damit wir besseren Mist aufsammeln können, der mehr wert ist. So, können sich die Gule drüber stürzen. Wir sind immer noch auf der Suche nach den beiden, nach der Krypta der Uralten und nach der Ruhestätte des Kriegers. So, wir müssen doch bald hier auch mal irgendwo auftauchen. Ah, Skelette. Das ist schon nach Krypta. Ah, da haben wir schon einen. Was? Lass mich raten, ist die Krypta? Ist das die Krypta? Ja, das ist die Krypta. Halt, hier war doch gerade irgendwas in der Nähe. Ach, da unten. Wo kommt die Steinmauer her? Wir haben es geschafft! Was haben wir denn aufgehoben? Stiefel des Falken. 2 Wert, 2 Wert, 60 Wert, das behalten wir mal schön. 39 Wert, 3 Wert, 43 Wert. 3 Wert. Und nochmal 3 Wert. So.